Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden unter der Stelze in Kippersteg. Die Problematik Tunnel statt Stelze. Ich bin froh, dass es sehr viele Bürgerinitiativen gibt, die sich unter der Bürgerinitiative LIFT zusammengeschlossen haben. Und jetzt geht es wirklich darum, das Entscheidende in Leverkusen nämlich durchzusetzen. Nicht die Stelze, sondern der Tunnel. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn wir eine Stelze bekommen? Was für eine Dimension würde das denn nach den neuesten Plänen schätzungsweise, was für eine Auswirkung, was für eine Breite würde die Stelze bekommen? Zunächst mal, wir haben sie immer genannt Monsterstelze. Wenn hier ein Neuer hinkommt, dann ist das eine Monsterstelze. Wenn man weiß, dass Straßen-NRW schon Pläne hat, wonach die eine neue Stelze eine Breite von knapp 60 Metern haben muss, dann weiß man, dass die nicht nur nach Süden gebaut werden kann, sondern auch ganz klar Richtung Wohnhäuser kommt. Und dann wäre ungefähr, wo wir jetzt hier stehen, wäre eine riesen Lärmwand vor den Häusern und das kann man keinen tun. Das ist ein entscheidender Punkt. Wir haben immer gesagt, auch von der Politik, das ist auch mein Anliegen, es muss den Menschen hier besser gehen. Und der entscheidende Punkt ist natürlich, wir müssen den Lärm rausnehmen, den Staub rausnehmen. Das geht eben nur, wenn wir das in einer Tunnellösung machen. Wie würde denn die Tunnellösung eigentlich am besten aussehen? Wir stellen uns das vor, dass wir über den Rhein die Rheinbrücken bauen und hinter dem Kreuz West abtauchen in den Tunnel rein und im Kreuz wieder auftauchen, sodass wir im Kreuz den gesamten Verkehrsfluss dann wieder integrieren, auch in die A3. Für uns ist wichtig, dass wir auch die A59 und den Chempark angebunden halten, sodass die Industrie weiter angebunden ist, aber auch die A59, die als wesentliches Entlastung darstellt, vom Kreuz her. Das heißt also, die von Düsseldorf kommen und wollen nach Koblenz, dass die am Kreuz West noch einschleifen können. Das ist für uns ganz wichtig. Das ist natürlich auch die Aufgabe, meine Aufgabe, wenn ich gewählt werde, erstmal mit den Bürgerinitiativen zusammen Dialog zu arbeiten, natürlich auch einen Dialog mit Straßen-NRW, aber auch so viel Druck innerhalb aller Parteien in der Stadt zu machen, dass wir das finanziert bekommen. Einmal über Straßen-NRW dann reingetragen zu Gobern, zum Bundesministerium. Dafür werden wir kämpfen, werde ich mich einsetzen mit unseren Abgeordneten in der Stadt. Und was ganz wichtig ist, dass wir wirklich auch Flagge in der Stadt zeigen, nicht nur die Initiativen, sondern es sind alle Bürger in der Stadt aufgerufen, sich wirklich auch zu bekennen für die Veränderung hier in diesem Stadtteil Kippersteg, was ganz wichtig ist für die Menschen, weil wir haben so eine Erweiterung auch der Fahrbahn, das ist ja eben auch nochmal skizziert worden, dass es wirklich eine ganz entscheidende Sache ist für die Lebensqualität in dieser Stadt. Ich habe das ja sonst immer schon gesagt, wir haben jahrelang eine sehr große Last getragen innerhalb Nordrhein-Westfalens, auch für Deutschland mit dem hohen Verkehrsaufkommen. Jetzt sind wir an der Reihe, das wird auch nach Berlin, das werde ich auch über unsere Abgeordneten nach Berlin kommunizieren, dass es kein finanzielles Problem sein darf, diese optimale Situation für Leverkusen zu erreichen. Deshalb fordere ich jeden Leverkusenerin, jede Leverkusenerin, jeden Leverkusener auf, sich an dem Protest, auch an diesem Meinungsbild zu beteiligen und wirklich nach außen das auch sichtbar zu machen. Und wenn es dann eben auch klemmt in der Finanzierung durch den Bund, müssen wir klar nach außen Flagge zeigen, das heißt wirklich massiv auch zu demonstrieren, notfalls eben auch mit einer Sperrung, mit einer Demonstration auf der Autobahn. Ich wünsche uns allen dabei einen guten Weg, einen guten Dialog, ein faires Miteinander umgehen, das ist mir wichtig, ein offenes Miteinander umgehen, ein sehr transparentes Umgehen, dass wir wirklich auch mal nachvollziehen können, wie die Schritte sind und was wirklich zum Schluss dann gesehen hat, die beste Lösung, warum es dann auch die beste Lösung wirklich auch ist. Wir von uns sind da sehr dankbar für. Wir werden den Schritt auf jeden Fall mitgehen und wir hoffen auch, dass sich, das zeigt sich ja dann auch heute, dass sich alle politischen Parteien hier in Leverkusen dann auch entsprechend so anschließen und tatsächlich zusammen und gemeinsam diesen Weg gehen. Da gebe ich Ihnen beiden mein Wort. Vielen Dank.